einem Kontor. Und damit ganz herzlich willkommen zu Quatsch mir nicht rein, zu der Folge Nummer 68, wenn ich mich jetzt nicht voll vertue, obwohl ich noch vor 2 Minuten nachgesehen habe, welche Folge mit dieser Aufnahme quasi startet. Ja, herzlich willkommen. Noch insgesamt inklusive dieser 3 Folgen, dann heißt es 70 Folgen und es wäre dann definitiv das längste meiner Let's Plays. Eigentlich hatte ich ja gehofft, dass Knights of Honor irgendwie so lange läuft, aber das schlug ja fehl. Vielleicht muss ich da tatsächlich nochmal ein bisschen was aufnehmen. Aber wie immer am Anfang einer Aufnahme gucken wir erstmal durch unsere Produktionsbetriebe. So, hier sieht es ganz gut aus. Da ist noch so ziemlich alles vorhanden in der Waffenschmiede. Dip, dip, dip. Wir kaufen. Das werden wir auch direkt tun. Ein wenig Eisen. Jo, dieser Karren. Zur heißen Glut und dann auswählen. Drehen. Hinfahren. Verdammt, verklickt. Zur Information, es ist gerade 6.01 Uhr. Zwar an einem Montag, aber trotzdem ist es 6.01 Uhr. Ich habe heute mal frei. Wer sich erinnert, ich meine, ich habe es irgendwann gesagt, dass ich zurzeit Ferienarbeit mache oder Ferienarbeit machen würde, bald. Und es ist soweit sozusagen. Ihr habt ein Amt erhalten. Oh. Oh, was? Ach so. Ach, jetzt, weil wir so lange ohne Landsherr waren, sind wir einfach dazu ernannt worden. Sozusagen. Apropos, hier muss sich der Freiherr Amuko, muss sich, glaube ich, mal bewerben, oder? Was ist? Auf ein Amt bewerben. Mein Gott, los. Gut, hier war Silber, glaube ich. Naja, in jedem Fall mache ich gerade Ferienarbeit und habe dementsprechend nicht so viel Zeit, wie eigentlich immer. Aber jetzt halt noch ein bisschen weniger, wenig Zeit, quasi. Deswegen muss ich zum Beispiel solche eigentlich freien Tage mit 6 Uhr morgens nutzen, um aufzunehmen. Damit ich vorbereite, habe, besitze, auf Petto habe, wie auch immer. Und nicht in die Bredouille komme, dass ich plötzlich ohne Folgen an einem Tag mal dasteht. Das möchte ich nicht. Das hatte ich mir versprochen, als ich meinen Plan gemacht habe, dass dieser auch eingehalten wird und jeden Tag eine Folge kommt. 2-3 Mal wurde es schon sehr knapp. Aber bis jetzt habe ich es noch immer geschafft, da noch Folgen aufzunehmen. Also ich meine mich zu erinnern, ich habe sogar einmal an dem Tag, das war irgendwie ein Sonntag oder so, an dem Tag habe ich dann noch aufgenommen und geschnitten und direkt hochgeladen. Und das ist so für Otto-Normal-Let's Player, der das nur so nebenher als Hobby macht, dann doch relativ nervenaufreibend, muss ich sagen. Aber was tue ich nicht alles für meine verehrten Zuschauer. So. Jetzt haben wir einmal durch alle Betriebe geguckt, wenn ich das richtig sehe. Da habe ich nicht so wirklich reingeguckt. Jede Menge Schafe. Ja gut, Wolle könnten wir mal noch in die Schneiderei bringen schon mal. Die hatte zwar noch einige Tücher, aber die sind natürlich irgendwann auch weg. So, was haben wir hier? Machen wir 2. Ach ja, weil ich einen schnelleren Wagen noch haben wollte. Die packen wir so lange auch mal da unten hin. Vielleicht verkaufen wir da ja mal was. Ja, und dann vorhin, als ich so plante für die Aufnahme, habe ich überlegt, was wir denn tun könnten. Und dann kam mir kurz in den Sinn, dass man ja eine... hier so ein... Nee, Moment, hat man nicht sowas in der Nähe? So ein Piratenversteck oder sowas? Ich war mir sicher... Oh gut, das ist ein Kontor. Also, dass man zum Beispiel so ein Piratenversteck kaufen könnte. Bauen könnte. Aber das wäre dann doch schon
Ja, ne? Wäre schwierig, glaube ich. Ich meine mich zu erinnern, das sind sehr zeit- und überhaupt intensive Gebäude, diese Dinger. Was Wo denn? seid ihr denn alle? Ihr oben, meine Verbrecher. Oh, sie steht hier mittendrin. Da hatte ich kurz einen Frosch im Hals. Winkelbot, was ist? Ja, geh mal schön raus arbeiten. Arbeiten. Okay, du bist der Einzige, der draußen steht. Alles klar, und hier schwebt eine Mücke an mir vorbei. Was soll denn sowas? Verschwinde. So. Alles schon draußen? Drei Stück. Drei Stück. Da sind vier Stück. Sehr gut. Wege lagern. Und auf geht's. Wenn ihr meint. Ich möchte, dass der Karren explodiert. Geht doch. Das war natürlich jetzt auch die perfekte Stelle für das Rendern später, beziehungsweise Zusammenschnippeln von Ton und Video. Denn ich kann jetzt genau darauf warten, wenn ich ablasse. Ich möchte, dass der Karren Die explodiert, ne? Umsatzsteuer wurde geändert. So wie es bei Spore passiert ist, dass ich da absolut offenbar aus der Spur bin. Dass Ton und Bild leicht versetzt sind oder stark versetzt. Mir ist es selbst nicht aufgefallen. Mag an der Uhrzeit gelegen haben, zu der ich geschnitten habe oder so. An dieser Stelle schon mal, es tut mir sehr, sehr leid. Da müsst ihr jetzt tatsächlich die ersten 7 Folgen oder so mitleben. Aber nun gut. Ich hoffe, es ist nicht so dramatisch. So, ein Schluck Kaffee. So. Die Raubritter rauben. Das Spiel wird gesichert. Auch nicht schlecht. Los. Sehr gut. Was? Hallo? Na gut, Schrift ist endlich weg. Ja, was machen wir? Was tun wir? Was wollen wir? Wir haben hier eine Schneiderei. Wir haben natürlich so viel Geld, die zu verkaufen und was Neues zu bauen, ne? Was Ist bist du was? denn eigentlich? Ich habe echt gar keinen Überblick, was die. Okay, er ist Gauner mit 122. Oh. Haben wir schon einen Nachfolger? Stammbaum. Nur Leichen. Sehr gut. Jo, der Ambuko ist zwar schon drin. Aber die Freifrau. Verdammt, uns fehlt quasi ein adäquater Nachfolger. Ich werde jetzt mal noch ein paar neue züchten. Ich glaube, man kann das so in der Form sagen. Charakter, jo, der ist der Handwerker, sehr gut, hat schon ordentlich EP, das heißt, den ziehen wir mal hoch auf Stufe 3, dann kann er auch alle Be Betriebe machen und so. Betriebe. Ja, doch, war richtig. Kennt ihr das, wenn ihr morgens noch so ganz früh so einen halb schlafenden Kopf habt und euch dann fragt, war das jetzt richtig, was ich gesagt habe? Kann man das nicht anders sagen? Nun gut, wir kaufen die Schneiderei. Doch nicht, die ist so teuer. Wie teuer bist du? 5000, ja, das nehmen wir. Ihr habt ein Und. Gebäude gekauft. Nee, nicht renovieren. Ich möchte es abreißen, bitte. Da. Niederreißen. Ja. So, und dann möchte ich nämlich. Es könnte man jetzt als ein bisschen, ja, ein bisschen sehr teuer ansehen. Aber ich möchte hier eine Schmiede. Warte, wir haben die Drechslerei, wir haben die Schneiderei, wir haben eine Holzfällerhütte und eine Mine fehlt uns theoretisch noch, um alle Handwerksbetriebe zu haben. Ich möchte. So eine Scheiße. Das reicht noch nicht. Fuck. Was bist du? Du bist die Schneiderei, ne? Nee. Ach, Kacke, kommen wir da echt nicht dran? Was denn hier jetzt? Da ist natürlich jetzt der Rest, ne? Wachturm, Kanonturm. Oh, wusste ich gar nicht. Warenhaus. Oh, wusste ich auch nicht. Interessant. Wie kriegen wir denn. Ach, okay. Das versinkt so nach und nach. Offenbar müssen wir einfach nur warten. Um dann den Bauraum da zu haben. Ja, gut, dann warten wir halt. So, du bist zu Hause. Das heißt, gemeinsame Nacht. Wir brauchen Nachfahren. Thank you.